Wir haben heute das Thema die Evolutionslüge, das ist ein weiter Begriff, wir werden uns nicht über Evolution als solche so viel unterhalten. Mein erstes Buch, Darwins Irrtum und so, die habe ich nicht mit 10 Auflagen in 12 Sprachen übersetzt. Das ist die Evolutionslüge, glaube ich, mein viertes Buch, auch 6. Auflage inzwischen. Und daraus werden wir heute ein paar Gedanken, werde ich dort vortragen, in Kombination auch mit meinem letzten Buch, Die Erde im Umbruch, dass alles, was wir sehen heutzutage, eigentlich relativ jung und katastrophenmäßig erschaffen wurde. Die Bild-Zeitung schrieb mal vor ein paar Jahren, verrückt oder genial, in der Überschrift. Oder Welt am Sonntag, ein Ingenieur, ich bin Bauingenieur von Beruf, schreibt die Weltgeschichte um. Bauingenieure sind natürlich immer weit, breit ausgebildet in allen Bereichen. Und in der Vergangenheit war es immer so, dass Bauingenieure oft sehr kritische Leute waren, aus diesen Gründen heraus. Wenn ich heute auch ein bisschen auf Geologie eingehe, dann ist es so, weil ich im Ingenieurstudium auch ein bisschen Geologie studieren musste, vom Bauwesen her, denn Bauleute sind auch Bodengutachter und so weiter und so fort. Daher kommt vielleicht auch mein Interesse. Fangen wir aber mit der Biologie, mit der Evolution ganz einfach mal an. Ich ärgere mich, oder habe mich geärgert, dass meine Tochter vor einigen Jahren Abitur machte und das Gesetz von Hecke immer noch bei uns in Deutschland vorgetragen wird, also Prüfstoff ist. Wenn das hier stimmt, dann könnte ich über Evolution nichts mehr sagen, weil das sagt alles aus. Der Mensch war früher also ein Schwein und was weiß ich, ein Salamander und so weiter und so fort. Die ganze Entwicklungsgeschichte soll praktisch als Embryo durchgemacht werden. Wenn das so ist, brauche ich hier nicht weiter zu reden, aber das ist nicht so. Heckel hat das erfunden, hat sich schon damals vor dem Akademischen Senat entschuldigen müssen oder rechtfertigen müssen, weil er seine Zeichnung gefälscht hat. Das ist amtlich. Kommt man in Amerika, wird diese Sache überhaupt gar nicht mehr irgendwo erwähnt. Nur in Deutschland, es war ein deutscher Forscher, wird das noch vorgetragen. Das, was man so irgendwo sieht als Merkmale eines Menschen, wurde inzwischen ganz anders gedeutet. Ich war als Reiseleiter auf den Galapagos, als Contrera-Reiseleiter, da war eine Biologin dabei. Und ich sage zu der Biologin, das ist ja Evolution, kann es so in dieser Art ja gar nicht gegeben haben. Da waren wir in Galapagos im Museum und dort ist dieses Bild quasi der Fink, der sogenannte Darwin-Fink, gilt im Internet in den Fachpublikationen als Beweis für Evolution. Ich war dort vor Ort, genau auf der Insel, wo es diesen Finken gibt. Dieser große Fink hat einen großen Schnabel und war der Überlebende auf einer bestimmten Insel, weil alle Vögel ausgestorben waren. Und der Große mit dem großen Schnabel, der konnte nur noch die letzten harten Körner picken und überlebte deshalb. Und dann hat Darwin daraus geschlossen, dass sich die Tiere im Fortentwickeln. Das ist Unsinn. Denn dieser Darwin-Fink, den man überall findet, ist derselbe Fink wie die anderen Finken und kann sich untereinander fortpflanzen. Pflanzt sich etwas untereinander fort, gehört es zur selben Art. Es ist keine Fortentwicklung, sondern Mikroevolution. Wir lernen in der Schule männliche Gesetze. Männliche Gesetze kannte Darwin damals noch gar nicht. Mit den männlichen Gesetzen wird heute gezüchtet. Hunderassen, klein und groß, mit langen Ohren, langes Fell, sind alles dieselben Hunde. Fortpflanzung sehe ich untereinander. Genauso wie der Mensch. Alle dieselbe Art. Geht es über die Art hinaus, also in die Gattung hinein, also Esel mit Pferd, die können sich kreuzen. Aber die Nachkommen davon sind unfruchtbar. Auf Galapagos gibt es Meerechsen und Landleguane. Da können sich auch kreuzen, gehören nicht zur selben Art. Die Nachkommen davon sind unfruchtbar. Es gibt keine Nachkommen denn. Nur innerhalb derselben Art können praktisch Nachkommen erzeugt werden. Und durch Mikroevolution, menschliche Gesetze, können wir auch Menschen mit großen Ohren vielleicht bekommen, wenn bestimmte Länder oder lange Nasen oder sonst wie. Das hat mit Evolution in dem Sinne nichts zu tun. Wir unterscheiden also, Makroevolution geht nicht. Aus einem affenähnlichen Tier wird kein Mensch, niemals. Und Mikroevolution, Variationen durch Farbe, Haut und so weiter und so fort, das geht natürlich, wird tagtäglich angewendet bei den Züchtern, das ist kein Thema. Aber das, aus einer Echse, einer Amphibie, wird niemals ein Vogel. Vögel sollen ja aus Dinosauriern heraus erstanden sein, das geht gar nicht. Das mal vorweg, Evolution geht so nicht. Und jetzt sehen wir hier zum Beispiel den Salzsee, in Bolivien in 3600 Meter Höhe ungefähr. Man sieht oben den Pazifik. Und dieser Salzsee, da wird heute Salz abgebaut und zwar massenhaft. Das ist alles kein See, das ist alles massives Salz.
Und ein Professor für Lagerstättenforschung für Geologie, heutzutage Geophysik, er sagte mir, Geologen gibt es ja gar nicht mehr, denn wir Geologen sind alle durch feindliche Übernahme der Geophysik übernommen worden. Er war also früher Professor für Geologie, ist aber heute Professor für Geophysik. Alles, was modern ist, ist Geophysik. Geologen sterben tatsächlich aus und an der TU Berlin zum Beispiel soll demnächst das Fach Geologie ganz eingestellt werden. Wie auch immer. Dieser Mann, dieser Professor, renommierter Professor, war bei mir zu Hause, wir diskutierten und er stellte mir eine Frage. Wie alt sind die Anden? Wer es noch nicht gehört hat, vielleicht schockierend, sage ich, meine Standardformel für alle Gebirge dieser Erde, vielleicht ein paar tausend Jahre, habe ich nicht gesagt. Ich denke, so ein Fachmann sagst du mal großzügig 10.000 Jahre. Da sagt er zu mir, so alt. Ich führte aus, dass man eben oben in 4.000 Meter Höhe flusspferdähnliche Tiere gefunden hat, auch andere, die nur auf Meereshöhe leben können. Im Titicacasee, hoch oben, gibt es Krustentierfauna, die unten im Ozean praktisch schwimmen, heute existieren. Was machen die da oben in 4.000 Metern Höhe? Tiwanaku, die alte Stadt, megalithische Stadt quasi, kann man da fast so sagen, ist sicherlich nicht da oben gebaut worden, weil es da gar nicht genug Lebensmittel gibt. Die war früher viel tiefer. Haben Forscher festgestellt, vor 80, 90, 100 Jahren, als Beispiel Busnanski und andere Leute, haben das klar festgestellt. Ist nicht von mir. Jetzt sagt mir der Professor, wir waren in einer Gruppe von Professoren dort oben an dem Salzsee und dort gibt es Koralleninseln. Und wir haben da übernachtet. Es war bitterkalt, sagt er mir, und erzählt mir, darauf stehen praktisch Korallen, die sind unzerstört. Und stellte mir die Frage, obwohl ich diese Fragen in meinen Büchern eigentlich immer stelle, wie lange bleiben Korallen, zum Beispiel auch andere geologische Formationen, in der Natur erhalten? Die Anden sollen, wie alt sein, früher mal 70 Millionen Jahren, ich glaube mal 60, inzwischen glaube ich, ist man bei gut 40 Millionen Jahren, es wird alles verjüngt in letzter Zeit, was keiner so wirklich registriert. Und er sagt zu mir, das geht doch gar nicht. Diese Korallen unzerstört können in 4.000 Metern Höhe gar nicht so lange unzerstört bleiben. Frosttauwechsel und so weiter. Ich sage, genau, das ist auch meine Meinung. Und dann sagt er, ich habe gar keine Ahnung von Korallen. Nicht wirklich, als Fachmann für Lagerstättenforschung. Bin nach Hause gefahren, habe ein Stück mitgenommen, habe einen Kollegen gefragt. Und der hat mir dann gesagt, diese Korallen, die dort oben heute sind, in 4.000 Metern Höhe ungefähr, sind dieselben Korallen, die heute im Atlantik, im Pazifik wachsen. Das bedeutet, sollte die Anden 40, 50, 60 Millionen Jahre alt sein, müssten da oben ja Korallen sein, wenn sie hochgehoben wurden, die vor 60 Millionen oder 40 Millionen Jahren auch im Pazifik waren, aber nicht die heutigen. Dort oben gibt es dieselben Korallen wie heute. Das heißt, es hat gar keine Entwicklung stattgefunden. Und wenn man auch sagt, im Ozean hat vielleicht keine Entwicklung stattgefunden, dann bezeugen aber die intakten Korallen, dass das nicht sein kann. Sondern sowas überdauert höchstens Jahrtausende, aber nicht zig Millionen. Das geht absolut überhaupt nicht. Und diese Salzpfanne ist mit die größte Salzpfanne der Erde, 10.000 Quadratkilometer. Sie soll tatsächlich, diese Salzpfanne, vor 10.000 Jahren entstanden sein, offiziell, bei einem Vulkanausbruch. Und das ist vielleicht auch der Rahmen, praktisch wo die Korallen dort oben entstanden, bis sie hochgehoben worden sind. Das Gebirge ist wesentlich jünger, als man glaubt. Gehen wir mal ein Stück weiter nach Norden. Hier sehen wir Bolivien. Hier kommt der Klick Südamerika im Westen. Und darüber kommen wir nach Nazca. Ich war dort mal vor einigen Jahren. Und wir sind mit dem Flugzeug gefahren zu diesen Scharbildern, die ja weltberühmt sind. Und oft beim Anflug habe ich diese Schlammmassen gesehen, fotografiert. Ich habe im Fernsehen danach eine Fernsehsendung gesehen, wo Forscher festgestellt haben, dass die Nazca-Kultur durch diese Schlammfluten vernichtet worden ist. Vor 2000 Jahren vielleicht. Hier auf dieser Ebene, wo der Schlamm ist, sind aber diese berühmten Scharbilder. Die sollen von den Nazca-Leuten gemacht worden sein. Ich will mich heute zu den Scharbildern nicht äußern. Ich habe auch keine wirkliche Lösung dafür, muss ich sagen. Aber so einfach ist es nicht zu erklären, wer, wann, wie, was diese Bilder auf dieser Schlammflut praktisch auf dieser Ebene errichtet haben. Aber man sieht hier zum Beispiel den sogenannten Astronauten und man sieht da umherum die Schlammflut, wie die geflossen ist. Hier nochmal näher das Bild.
Man sieht auch überall dort in den Stammfluten Überreste der Nazca-Indianer. Hier zum Beispiel sehr eindrucksvoll, die von Schlamm praktisch sozusagen umschwemmt wurden und starben. Nicht weit von Nazca weg gibt es diese Stadt, Cahuachi. Die ist durch Lehm, durch Schlammfluten, man sieht hinten im Hintergrund diese Schlammfluten auch noch, verschüttet worden. Das ist eine Luftbildaufnahme hier rechts. Nochmal eine Luftbildaufnahme. Und das ist eine Rekonstruktion. Diese Pyramide hat dort existiert und wurde durch die Schlammfluten vernichtet. Nicht nur das, die Rekonstruktion zeigt eine ganze Tempelanlage dort, die durch die Schlammfluten vernichtet worden ist. Heute ist von dieser ganzen Geschichte nichts mehr da. Das ist vielleicht passiert von mir aus vor 2000 Jahren. Foto von mir aufgenommen, wo kommen die Stammfluten her? Aus dem Gebirge. Ich habe das aufgenommen, wo die daherkommen. Aus den Gebirgen weltweit, wenn sie mit dem Flugzeug fliegen, meistens machen die Leute die Klappen runter. Ich nicht, ich fotografiere meistens. Meine Frau sagt, was machst du da? Ich sage, ich fotografiere. Dann fotografiere ich solche Sachen. Und klar ist, dass die Stammfluten niemals aus dem Gebirge gekommen sein können. Wo sollen die hergekommen sein? Wenn wir jetzt sagen, das Gebirge ist schnell entstanden, kommt sozusagen aus dem Meeresniveau heraus, nehmt den Schlamm mit nach oben und regnet der Schlamm ab zum Beispiel, dann haben wir vielleicht eine Erklärung, wo die ganzen Schlammfluten überhaupt hierher kommen. Noch ein eindrucksvolles Bild. Vielfach auf der Welt gibt es große Ansammlungen von Sand. In USA auch. Da gibt es ganze Nationalparks, die sagen, der ist angeweht an dem einen Punkt. Ja, ich sage, wieso denn nicht 100 Kilometer lang? Nee, auf dem Punkt. Da sind andere Mechanismen maßgebend. Schlammflut, immer noch Nazca. Und hier ein Bild aus dem Flugzeug aus Nordamerika. Man sieht, wo die Schlammfluten, habe ich etliche davon, aus den Bergen gekommen sind. Da ist gar kein Schlamm. Wo ist der ganze Schlamm denn hergekommen? Zurück nach Nazca. Sie sehen oben das Detail eben von dieser Pyramidenstadt. Und auf dem Bild links C sehen Sie, wo es wirklich sitzt, nämlich genau in der Abflussrinne drin. Sie sehen aber auch hier die Pfeile, die ich eingezeichnet habe, wo die Schlammflut hingegangen ist. Das Satellitenbild habe ich herausgenommen und Sie sehen genau, man sieht förmlich den Schlamm zum Meer hin treiben, sage ich jetzt mal. Hier unten rechts ist eine riesengroße Wüste. Und was liegen dort? Walskelette an der Oberfläche. Nicht nur einer. Ganze Wale liegen da herum, sogar die Barten der Wale sind noch erhalten. Das Ganze soll mehrere Millionen Jahre alt sein, dann sage ich, das geht schon mal gar nicht. Ein Wal mit Barten bleibt so an der Oberfläche nicht erhalten. Mit Frostorwechsel, mit allen Geschichten, die da vielleicht zukommen, sondern das ist vor relativ kurzer Zeit gewesen. In diesen Schichten hatten wir aber gefunden Riesenfaultiere, Pinguine und sonst was. Riesenfaultiere sind Elefanten, große Tiere, die ausgestorben sind vor ein paar tausend Jahren spätestens. Und die sieht man heute in amerikanischen Museen. Das sind riesengroße Teile, sage ich jetzt mal so. Die sind auch hier drin gefunden worden. Wenn man also eine Schlammflut hat, dann wird und die praktisch herunterschwemmt, dann werden die darin enthalten und mitgezogen mit fortgeschwemmten Tiere und Menschen hydrodynamisch verteilt. Das heißt, zuerst bleiben dann die größeren Brocken hängen, das können Sie ja auch selber ausprobieren, und die feineren werden immer weiter weggespürt, sodass man eine Sortierung hat. Geologen würden dann sagen, Biologen, in der Schicht sind die Fossilien enthalten, als Leitfossilien, das so und so alt, danach ist das entstanden. Nein, das kann man auch hydrodynamisch erklären, dass in bestimmten Schichten eben nur bestimmte Größen von Fossilien übrig bleiben. Was ich jetzt hier mache, ist die Evolutionslüge. Wir haben gesehen die Evolution. Wir sehen die Geologie. Die Geologie und die Evolution ist eng miteinander verknüpft. Wenn ich also irgendeine Schicht finde, ich bin, sagen wir mal, für Dinosaurier, Fachmann, ich war mal in ProSieben Welt der Wunder im Fernsehen über dieses Thema, und wenn einer zum Beispiel einen T-Rex, einen Tyrannosaurus Rex findet, dann sagt der, der ist 80 Millionen Jahre alt zum Beispiel, der wird nichts gemessen. Weil Sedimente, in denen diese Tiere liegen, kann man nicht radiometrisch oder sonst was messen, weil da gar kein radioaktiver Stoff drin ist. Also es gibt keine Altersdatierung für Sachen, die über 50.000 Jahre alt sind, wenn nicht Radioaktivität drin ist. Kalkstein, Sandstein, jedes Sediment ist nicht datierbar. Es gibt keine Messmethode. Wenn ein Biologe kommt und sagt, wie alt ist denn das Tier? Dann sagt er, ja, der Geologe sagt, das ist 80 Millionen Jahre alt, also ist mein T-Rex auch 80 Millionen Jahre alt. Der Geologe geht da hin und sagt, da ist ein T-Rex drin und weil er drin ist, ist das 80 Millionen Jahre alt. Das ist so früher wie mit dem VW-Modell, ne? Zwei kleine Fenster, Baujahr 1960. Genau so geht das.
Man kann nur radiometrisch messen radioaktives Gestein. Und das ist meistens falsch. Den Ausbruch vor 2000 Jahren, den Ätna, da sind Ergebnisse rausgekommen, die sind zig Millionen Jahre alt. Hat man mir geschrieben, Fachleute, ja, wir haben ja Korrekturfaktoren. Wir wird einfach korrigiert. Ich sage, das ist ja toll, weil ich weiß, dass er 2000 Jahre ist. Was ist denn mit einem Ausbruch, der 10.000 Jahre alt ist, den ich nicht kenne? Der wird dieses Messergebnis denn für echt genommen? Da gibt es viele Beispiele von. Die radiometrischen Messungen sind einfach nicht gut. Messe ich einen Dinosaurier mit der Radiokarbonmethode, das ist die andere Methode, also radioaktives Kohlenstoff, das geht nur bis 30.000 Jahre, maximal bis 50.000 Jahre. Da ist kein radioaktiver Kohlenstoff mehr da. Alles verflogen. Wenn ich bei Dinosauriern etwas messe, heißt das, der ist jünger als 50.000 Jahre, mindestens. Solche Messungen sind auch durchgeführt worden. Zum Beispiel in Texas und parallel dazu Messungen in Russland. Wir sind jetzt noch eben in dieser Nazca-Ebene zurückzukommen, also mit diesen ganzen Schichten. Und in diesen Schichten bei den Walen sind riesengroße Megalodon-Zähne. Das heißt, dieses Tier hat zur selben Zeit da gelebt wie diese Wale und ist dort auch gestrandet. Allerdings sind diese Tiere seit 3 Millionen Jahren ausgestorben. Und so lange können diese anderen Wale nicht da rumgelegen haben. Das muss jünger gewesen sein. Das ist ein Megalodon-Gebiss. Sie sehen, wie groß das ist. Die wurden 30 Meter lang. So eine großen Tiere gibt es heute in den Meeren nicht mehr. Massengräber ist das Faszinierende auf dieser Erde. Ich bin ein Anhänger der Katastrophentheorie. Die Geologen wurden vor 150 Jahren angehalten, alles fein säuberlich, Korn für Korn, sozusagen aufgeschichtet zu sehen, weil die Evolution unmerklich langsam parallel sozusagen erfolgt sein muss. Jede geologische Schicht ist mit einem bestimmten Tier, sozusagen einer Tiergattung oder wie auch immer, kombiniert. Reiße ich also jetzt die geologische Zeitleiter oder die biologische Zeitleiter auseinander, klafft eine Lücke. Sagen wir, wenn ich einen Tyrannosaurus Rex in einer Schicht finde, die 5000 Jahre alt ist, dann ist die ganze Evolutionstheorie von vornherein sozusagen ad acta gelegt, weil die vor 65 Millionen Jahren ausgestorben sein sollen. Ich habe in meinem ersten Buch geschrieben, dass Menschen, Dinosaurier, dafür bin ich bekannt, gemeinsam gelebt haben, aber auch große Säugetiere. Im Internet großes Tohuwabohu, alle haben mich angegriffen, das geht gar nicht. Wissen Sie, wie heute der Stand ist? Große Säugetiere und Dinosaurier lebten gemeinsam. Ein Fachmann hat mich angeschrieben, sie haben damit ins Schwarze getroffen. Das war Zufall, aber Menschen haben nicht gemeinsam gelebt. Wie auch immer, Sie sehen die geologische Leiter und das versuche ich hier darzubringen, ist nicht richtig. Wir sehen hier ein Massengrab in Nebraska, jetzt mal von Nazca weg. In diesem Massengrab sind 2000 Rhinozerosse zusammengefercht in einer halben Meter dicken Schicht. Die Erklärung ist das letzte Wasserloch teilweise und dann sind die hingegangen und sind gestorben. Aber heute ist es klar, es ist zusammengeschwemmtes Massengrab. 2000 Rhinozeros. Es gibt andere Gräber da, da sind Kamele drin. Ja, in Amerika gab es Kamele, es gab Riesenfaultiere. Diese Tiere, Riesenfaultiere, haben nachweislich zusammen mit Menschen gelebt. Nachweislich, sind zusammen gefunden worden. Hat man bis vor einer Zeit gar nicht geglaubt. Das heißt, diese ganzen Tierarten, die ausgestorben sind, haben nur vor ein paar tausend Jahren das amtlich, keine Fiktion, noch in Nordamerika gelebt. Sie sehen auch hier bei dem Massengrab ein Luftbild, alles Schlamm. Da gucken nur noch ein paar Hügel raus. Das sagt man auch heute nicht mehr zu bezweifeln. Man sieht in Grand Canyon, habe ich aufgenommen 1986. Als Bauingenieur habe ich gesagt, diese geraden Kanten, Felskanten können unmöglich 60 Millionen Jahre alt sein. Geht gar nicht. Ich muss meine Böschungsgrube, ich bin Bauunternehmer gewesen, meine Böschungsgrube heute, wenn sie tiefer als, weiß ich, 2,50 Meter ist, abfangen und machen und tun oder abböschen und hier stehen die ganzen Sachen im Grunde senkrecht herum. Da habe ich gesagt, dieser kleine Colorado-Fluss kann den gar nicht geschaffen haben, sondern es müssen große Fluten durchgegangen sein, die den Canyon sozusagen in Minuten oder Stunden oder von mir aus auch Monaten gegraben haben, aber nicht dieser kleine Colorado, das geht null. Zu der Zeit, das war 2001, war es noch nicht opportun, sowas zu sagen. Aber wir sehen Mount St. Helens. Sie sehen hier den sogenannten Little Grand Canyon, den kleinen Grand Canyon. Da ist ein Bach und ein Fluss drin. Diese ganzen Schichten hier sind 1980 gebildet worden und 1983 haben Schlammfluten diesen Canyon ausgegraben. Der ist bekannt als Little Grand Canyon, der kleine Grand Canyon. Genau das ist passiert auch mit dem großen Grand Canyon. Auch hier war ein Fluss drin,
wie Sie eben gesehen haben, den hat es vorher gar nicht gegeben. Von heute auf morgen ist da ein Fluss entstanden. Hier der Fluss unten drin. Und dieses ganze Canyon-System, der Little Grand Canyon, ist in der amerikanischen Literatur eigentlich ganz groß, in Deutschland will es keiner wissen, ist ein Beispiel dafür, wie schnell diese Canyons entstehen können. Die habe ich mal rausgesucht, das Alter des Grand Canyons, man kann nur die Lava und so weiter radiometrisch bestimmen. Und hier sehen Sie Zahlen da oben von 10.000 in derselben Schicht, Angaben bis zu 117 Millionen Jahren für dieselbe Schicht. Dann sage ich, wenn das ein Wunschkonzert ist, diese radiometrischen Messungen, dann nehme ich natürlich die 10.000 Jahre. Warum? Ich war nämlich am Südrand des Grand Canyon, wenn Sie da mal sind. Achten Sie mal auf die erste Tafel. Da steht die Überlieferung der Indianer, der Einheimischen. Die sagen, der große Gott hat praktisch eine Flut gesandt auf der Erde. Die Berge erhoben sich und damit wurden die Täler eingeschnitten, wie der Grand Canyon. Hat man jahrzehntelang darüber gelacht. Das ist aber da angeschrieben. Woher wussten denn die Indianer, dass das alles Meeressedimente sind? Alles, was über dem Grundgestein ist, alles, was da schräg ist, ist alles praktisch Meeressedimente. Woher wussten die Indianer das? Es ist heute so, dass der Grand Canyon Nationalpark einen Studienauftrag gegeben hat und die Geologen von amerikanischen Geologen haben festgestellt, dass durch den Grand Canyon 4 Superfluten geflossen sind und diesen im unteren Bereich gegraben haben. Diese Fluten hatten 37-fache maximale Mississippi-Flut von heute. Es ist unglaublich, aber große Wassermassen haben den Grand Canyon erzeugt und nicht kleine. Und wenn die Berge im Chor wachsen, dann ist es auch vielleicht erklärlich, warum Mammutbäume, wie wir hier in der Nähe von Denver, noch in 2400 so und so viele Metern Höhe heute stehen. Auch im Yellowstone habe ich in meinem Video Kontravolution, habe ich einen anderen Mammutbaum, der ist im Yellowstone-Nationalpark in 2500 Meter oder so. Wie kommen Mammutbäume, die heute im feuchtwarmen Klima unten als Touristenattraktion in Kalifornien existieren, so hoch in diese Höhe? Dort können sie gar nicht wachsen. Die offizielle Erklärung ist, in dieser Höhe hat damals feuchtwarmes Klima wie heute tief unten in Kalifornien geherrscht. Das kann man einem einfallen, das ist so simpel. Aber es muss natürlich falsch sein. In 2600 Meter Höhe haben wir niemals feuchtwarmes Klima. Das geht gar nicht. Die Lösung ist, das ist mit der Aufhaltung, mit der Anhebung dieser Gebirge relativ schnell vonstatten gegangen. Hier sehen Sie einen so einen Baumstumpf in der Natur, den ich da gefilmt habe. Und wie schnell so etwas geht, dass man ganze Landschaften umformt, sehen Sie hier, Sie sehen den Kreis, das sind Ablagerungen, der sogenannte Bishop-Tuff, also vulkanische Ablagerungen. Wenn Sie, was ich oft gemacht habe, von Los Angeles östlich fahren, fahren Sie immer über diesen Bishop-Tuff. Und in Büchern lesen Sie, in Reiseführern, wurde es abgelagert, über Jahrmillionen hinweg. Bis vor 3, 4 Jahren oder 5 Jahren ein Geologe im Bild der Wissenschaft geschrieben, ein amerikanischer, nee, alles entstanden an einem Tag sozusagen. Das ist der Bishop-Tuff, der da so rumliegt teilweise, man fährt darüber, alles abgelagert in einem Tag. Das heißt, wenn ich bis jetzt gesagt habe, das ist in Millionen von Jahren entstanden, wenn einmal sage ich, das ist jetzt ja nur von mir aus in einem Monat entstanden, fehlt geologisch eine lange Entstehungsgeschichte. Katastrophen sind sozusagen Zeitraffer auch der Geologie, indem ich ein Ereignis schnell ablaufen lasse. Kommt, hier weiter. Und so entstehen in geologische Schichten Mount St. Helens nachweislich. Wir hatten eben schon diese Ablagerungen und es ist denn so, dass geologische Schichten durch Katastrophen relativ dick entstehen. Also 1980 diese 8-Meter-Schicht, diese 8-Meter-Schicht 1980 und die darüberliegende Schicht auch an einem Tag und die ist unheimlich fein gebändert. Da würden Geologen sagen, jedes Jahr vielleicht eine Schicht, die ist uralt, aber entstanden in wenigen Schichten. 8 Meter dick, ganz fein gebändert. Und darüber ist noch eine Schicht, die ist 1982 denn entstanden. 3 Schichten zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Aber alles quasi Tagesereignisse. So sehen geologische Schichten auch in Wirklichkeit aus. Wir sehen hier zum Beispiel, was auch Vulkanausbrüche mit Schlammfluten erzeugen können. Sie sehen hier Basaltgestein. Das war vorher schon da. Vom Vulkanausbruch wurde aber durch diese Schlammmassen gerundet. Das würde man in den Alpen als Beweis für die Tätigkeit eines Gletschers ansehen, zum Beispiel. Entstandenen in langen Zeiträumen. Und dann, dieses Geröll hat auch der ganze Gletscher hinterlassen. Bloß dieser ganze Einschnitt hier, das Ganze war vorher gar nicht da. Entstanden 1980.
in wenigen Stunden mit Stundengeschwindigkeiten von 100 Stundenkilometern. Wenn Sie da hingehen, ich war da, steht diese Erklärung da, mit 65 Meilen pro Stunde steht da. 65 ist dieser Bach einschließlich im Geröll geschüttet worden. An einem Tag. Vorher war der Wald. Und wenn man jetzt in die Alpen geht, wir sind hier in den Alpen, dann glaubt man vielleicht, das ist alles uralt. Es kann aber, wie hier nachweislich geschehen, in wenigen Stunden vonstatten gehen. Oder Sie sehen hier, wie etwas so auch handwutschmäßig passieren kann. Sie sehen hier 1993, da ist eine Grube und die ist dann durch Wassermassen, das ist eine Aufnahme aus dem Internet, muss ich sagen, und da ist das Wasser dann eingebrochen, was ich eben sagte, der ganze Hang geht, Hangrutsch entsteht und dahinter ist das Wasser und fließt jetzt, überflutet die ganze Mine. Das ist so ähnlich wie, sage ich jetzt mal eben, sagte eben mit dem Grand Canyon. Heutzutage ist der Begriff Superfluten in der Geologie kein Tabu mehr. Als ich noch vor 10 Jahren darüber geschrieben habe, hat man gesagt, Supervulkane und Superfluten gibt es gar nicht. Gibt es aber in der Natur schon. Zum Beispiel, der Toba-Vulkan ist inzwischen heute klar, vor 75.000 Jahren war ein so Massenauswurf, dass laut wissenschaftlichen Erkenntnissen die Temperatur in den folgenden 5 Jahren weltweit um 18 Grad gesunken war und nach 10 Jahren noch sogar um 10 Grad. Das heißt, Vulkanausbrüche erniedrigen die Temperatur unglaublich. Und dann ist auch klar, dass Menschen das kaum überleben. Es ist die Diskussion, ob diesen Ausbruch vor 75.000 Jahren die Menschen überhaupt überlebt haben können. Wir gehen in den Mittleren Westen. Wir haben gerade den Wassereinbruch gesehen. Das soll jetzt mal die Erklärung sein, weil ich habe dieses Foto aufgenommen in Utah, südlich von Salt Lake City. Und man sieht die erodierten Seen. Sehr schön. Ich habe dir Pfeile dran gemacht. Der Lake Bonneville ist bekannt, meistens bei uns kennt ihn keiner. Das sind urzeitliche Seen, heute Wüstengebiet. Am Rande des Sees hat man Mammuts und so weiter in den Uferböschungen gefunden. Unter anderem auch andere Tiere, die teilweise ausgestorben sind. Und Sie sehen hier zwei große Seen und links unten den Grand Canyon. Diese Seen, den anderen See, der ist noch oben bei Salt Lake City links, der ist nicht eingezeichnet. Diese Seen, diese ganzen Uferlinie, die es da noch gibt, die Sie sehr schön sehen, wenn Sie mal hinfahren. Wir haben hunderte von Leuten geschrieben, seitdem wir mal da waren, sehen wir die ganze Wüste mit anderen Augen an. Das ist auch so, weil man sieht nur Wasser. Geistig. Überall Wasserstandslinien. Das ist schon vor 30 Jahren oder wann vermessen worden, die gleichen Linien in der Höhenlage und man hat gesehen, dass das Seen gebildet waren. Die haben, nennt man in Amerika, hochgelegt und Canyons nennt es legt. Das ist ein roter Punkt, da kommen wir gleich noch zu. Und diese Seen haben sich in den Grand Canyon entwässern können und bildeten dann die Superfluten. Aus dem Satellitenbild sieht man hier die helleren Färbungen. Man sieht sehr schön, wo das Wasser noch vor kurzer Zeit gestanden hat. Das ist ein ganzes Video, das will ich jetzt nicht abspielen, aber man sieht hier den Canyons Lake und den Hopi Lake und der verlandete langsam und hat sein Wasser praktisch in die, Sie sehen es hier, in den Grand Canyon abgeleitet. Heute, wenn Sie da hinfahren, reine, pure Wüste. Vor kurzer Zeit Wasser. Sie sehen um die Seen, Sie sehen Entwässerungen, so stand der Grand Canyon. Es ist manchmal nicht ganz so einfach, aber im Groben genommen, wo der rote Punkt eben war, am Rande des Hopi, ehemaligen Hopi Lakes, bin ich mehrfach gewesen und viele Leute, die mein Video oder auch Bücher von mir gelesen haben, sind da gewesen. Ich habe viele Zuschriften bekommen, die das nachvollzogen haben. Dort am Rande des ehemaligen Sees, mitten in der Wüste heute, das Navajo-Gebiet, sehen Sie Rippelmarken, Seegebiet, Sie sehen Koprolite, also Kothaufen, versteinerte von Dinosauriern, Sie sehen da auch Skelette, Sie sehen da alles. Das heißt, diese Dinosaurier, diese großen Tiere haben am Rand, in flachen Seeufernbereichen sozusagen gelebt. Ich habe den Navajo gefragt, ich sage, hör mal, wie alt sind denn deine Dinos hier? Er sagt, ja, 140 Millionen Jahre. Ach, sage ich, toll. Und dann bleibt das hier bei Frosttorwechsel, das ist saukalt, sozusagen auf Deutsch gesagt, im Winter. Dann bleibt das alles so erhalten über, weiß ich, 140 Millionen Jahre hier, Seegebiet und versteinerte Rippelmarken. So, was sagen denn eure Mythen? Er sagt, am Anfang der Welt haben Navajos und Dinosaurier gemeinsam gelebt. Er sagt, und wie lange lebt ihr hier? Aber keine 140 Millionen Jahre. So, das heißt, das ist bei denen wohl in Erinnerung. Ich könnte da viel drüber sagen, aber man sieht, dass mitten in der Wüste dieser See noch intakt ist, sogar zu sehen ist. Wenn Sie da mal hinkommen, Tuba City, fahren Sie da ran
Sie werden staunen. Das ist so ein Koprolith, den ich aufgenommen habe. Finden Sie jetzt nicht mehr so oft. Unzerstört auf dem Wüstenboden. Der liegt auf dem ehemaligen Sandboden. Der muss nach 140 Millionen Jahren klein sein. Zermahlen im Staub. Frost-Tau-Wechsel. Da ist saukalt wirklich im Winter da oben. Wenn Sie denn weitergehen, auch in das Bild aus dem Nationalpark, werden Sie denn sehen, Wassermonster, Dinosaurier. Der Professor Wayne Deloria, ein indianischer Professor in Denver, hat mir dann geschrieben, seitdem er mein Buch gelesen hatte, die auch in Englisch erschienen sind, fühlt er sich von Dinosauriern umzingelt. Die haben aufgrund meines Buches 6000 Feldzeichnungen in Amerika, und zwar in Albuquerque, das ist ein Register, die alle fotografiert worden sind, haben sie durchsucht nach möglichen Darstellungen von Seemonstern. Ich möchte jetzt nicht mit Loch Ness anfangen, aber jeder in großindianische See hat sein Monster. Das ist kein Spaß, kaum bekannt, ist aber so. Sie sehen hier oben eine Darstellung, Sie sehen die Wellendarstellung, Sie sehen oben noch einen indianischen Krieger, Sie sehen eine Wellendarstellung und ein großes Monster. Der kommt, tuckt aus den Wellen raus. Ich bin der Meinung, ich habe sie, wie gesagt, auch im Fernsehen darstellen sollen. Und als ich jung war, war es auch noch wissenschaftlich so, dass Dinosaurier Wassertiere waren, in Sümpfen lebten. Heute laufen die überall am Land rum, was gar nicht geht. Allein auf der Größe her, der Blutdruck stimmt nicht, die können da nicht hoch und so. Das geht alles gar nicht. Dann sagen die Leute, ja, die Forscher, die müssten denn 8 Herzen gehabt haben, um den Blutdruck aufrechtzuerhalten. Ich sage, und wo haben wir die gefunden? Die 8 Herzen, wann? Was? Null. Man findet ja nur eigentlich Gerippe von so einem Tier. Das ist null. Das sind alles nur Spekulationen, weil man keine Beweise für diesen ganzen Kram hat. Ich habe Ihnen mal hier unten rechts einen Kopf, der dazu passt, eines Dinosauriers praktisch dazu getan. Und das sieht eigentlich genauso aus, glaube ich, wie der auf dem Bild. Das heißt, diese Wassermonster werden dargestellt. Bei Navajos habe ich auch gesagt, habt ihr die dargestellt? Ja, wir gehen in den Seven Mines Canyon. Dort sind Darstellungen von Dinosauriern, die auch unsere Vorfahren quasi mit denen gelebt haben. Nicht an Land zum großen Teil, sondern im Wasser. Mein Freund, der ist Geologe Dr. Don Patton aus Amerika, war in Kambodscha. Ich war leider noch nicht in Kambodscha, in Vietnam, ja, aber da bin ich noch nicht hingekommen. Und dort gibt es in dem Tempel, hier Laphom-Tempel, die Darstellung oben. Das ist ein Stegosaurus, wie er im Buche steht, aus meiner Sicht. Aus Bildern kann man viel sehen. Manche sehen auch aus modernen Bildern irgendwas. Ich sehe da meist nur Form und Farben, das ist auch egal. Das da oben, hat man mir gesagt, ist ein Warzenschwein. Sowas. Sie können da oben ein modernes Tier nehmen, wie Sie wollen, aber das ist ein Stegosaurus, wie er im Buche steht. Der stammt aus dem 12. Jahrhundert, dieser Tempel. Links oben ein römisches Mosaik, angeblich 1800 Jahre alt, stellt ganz klar Schlangenhalssaurier dar, meines Erachtens. Rechts eine Rekonstruktion. Und hier in Tecolutla in Mexiko wurde 1969 dieses Tier angeschwemmt, war fast 20 Meter lang, sieht aus wie ein Plesiosaurus, dafür ist aber zu groß gewesen. Aber der Kopf ist unglaublich, eine Tonne schwer. Es gibt in diesen Meeren noch Ungeheuer. Wir kennen vom Mond, vom Mars und so mehr als von unseren Meeren in den Tiefen. Ich kenne einen Wehrmachtsbericht eines U-Boots, ist nie wirklich an die große Glocke gehangen worden. Vor England haben ein amerikanisches Schiff torpediert, das aber Munition für die Engländer an Bord hatte. Die haben das ja ganz gerne gemacht. Amerikaner täuschen ja für heutzutage auch ganz gerne. Denkt mal so an 9-11 oder so vielleicht auch. Und dass die U-Boot-Kommandeure haben berichtet, die standen oben, haben gesagt, Torpedo, haben geguckt. Das Schiff ging unter, explodierte und mit einem Mal kam ein ungefähr 20 Meter großes Tier, schreiend oder sich, sagt man schreiend, also kreischend, windend aus den Fluten heraus, wie ein übergroßes Krokodil, sagt dieser Wehrmachtsbericht auch. Und verschwand danach spurlos in dem Meer. Von diesen Geschichten gibt es genug und man hat auch viele Kadaver gefunden, wie auch immer. Sie sehen hier die Sahara und Sie sehen hier Dinosaurier. Dort liegen Dinosaurier im Sand, 100 Kilometer lang, dicht an dicht. Skelette an der Oberfläche, angeblich 140 Millionen Jahre alt. Der Tschad war ja früher wesentlich größer, der See, als heute. Also ein großer Teil Afrikas war der Tschadsee, der ist heute nur noch verkümmert klein. Das geht mit anderen Seen ja auch so. Und der Professor Paul Sereno, das ist der Dinosaurierpapst dieser Welt, muss ich sagen, hat denn immer Expeditionen gemacht und fand in derselben Schicht ein Stück weiter als so ein Skelett, sind alles Wassertiere da oben, die haben im Wasser gelebt, also früher als die Stadt vielleicht größer war, hat er versteinerte Menschen gefunden, versteinerte, keine rezenten Knochen und den versteinerten Kopf einer heute lebenden Kuh. Seit wann gibt es moderne Kühe und wo findet man einen versteinerten Kopf der Kuh? Das heißt, meines Erachtens haben diese Leute am Rand des früheren Sees gelebt. Das trocknete auf, sie sind gestorben, weil sie nichts mehr zu trinken hatten. Und genauso sind diese Dinosaurier im Wasser auch verlandet.
hat man gesagt, das ist alles Unsinn, was du erzählst, sagen wir Fachleute. Die Leute sind irgendwann viel später eingewandert, auf derselben Schicht, die eigentlich 140 Millionen Jahre alt ist, aber diese Teile sind versteinert. Das passt alles nicht zusammen. Sie sehen hier überhaupt, wie die Wüsten entstanden sind. Sie sehen hier ein relativ zusammenhängendes Gebiet. Das hat auch einen Grund. Die Wüsten sind zusammenhängend. Das ist kein Phänomen. Da hat man von der TU, da habe ich studiert, TU Berlin, ich glaube, der Professor Pachur war das, die haben dann in die nubische Wüste Expeditionen reingemacht. Und dort, wo heute arides Klima ist, also absolut trockenes Klima ist, kein Wasser mehr da ist, stehen diese Seekreidefelsen übermannshoch in der Landschaft herum. Das heißt, dort, wo heute kein Wasser mehr ist, kein Tropfen Wasser mehr ist, dort hat vor kurzer Zeit noch, gab es viel Wasser. Denn sonst, wenn das, weiß ich, 100 Millionen, 50 Millionen Jahre alt wäre, wäre von diesen Bergen nichts mehr übrig. Und man ist davon ab, das zu sagen, dass das ewig so gewesen ist. Man sagt ja, die Dinosaurier liegen da heute im Staub und die sind 140 Millionen Jahre alt. Die Wüste ist aber erst vor kurzer Zeit entstanden. Und dass Dinosaurier und Menschen vielleicht doch zeitgleich gelebt haben, nicht Dinosaurier auf der Erde, sondern im Wasser, sage ich jetzt mal so, das ist wichtig, glaube ich, festzustellen, wurde in den letzten Jahren, nachdem ich das auch geschrieben habe, in den letzten Jahren vermehrt bestätigt. In den letzten 5-6 Jahren sind mehrere wissenschaftliche Untersuchungen gewesen über unversteinerte Dinosaurierknochen. Das habe ich bis vor kurzer Zeit für unmöglich gehalten. Aber Sie können mal irgendeinen Knochen in der Natur hinlegen. Ich sage Ihnen, nach 5000 Jahren, um eine Zahl zu sagen, ist von diesem Knochen nichts mehr da. 0,00. Wenn ich unversteinerte Knochen finde, wissenschaftlich und inzwischen verifiziert in 10 Fällen, glaube ich, so in einem Dreh, können Sie bei mir nachlesen, dann heißt das, diese Dinosaurier haben vor ein paar tausend Jahren gelebt und ich rede nicht über 1000 oder 2000 Jahre. Wenn einer sagt, von mir aus 20.000 Jahre, sage ich auch Bingo. Aber im Grunde genommen nicht vor zig Millionen Jahren. Man hat sogar einen Tyrannosaurus Rex gefunden, mit Blutgefäßen, hat diese Blutgefäße Wissenschaftler in eine dünne Säule gelegt und sie waren mit einmal dehnbar. Wie kann das 65 Millionen Jahre überdauern? Das geht gar nicht. Die Wissenschaftler waren perplex, haben sie selber geschrieben. Es geht gar nicht. Es wurde sogar Erbsubstanz extrahiert, das geht eigentlich auch nicht. Also wenn Sie irgendwie irgendwas liegen lassen, Fleisch oder irgendwas sowas auf der Theke oder Eier oder was, das verdirbt nach 14 Tagen, spätestens wenn nicht nach Tagen. Aber es bleibt nicht Millionen von Jahren übrig. Das geht alles ganz und gar nicht. Kommen wir zurück auf die Entstehung der Anden. Dasselbe könnte ich von dem Himalaya erzählen. Der Himalaya, da sind Schichten verifiziert worden vor 60, 70 Jahren. Die sind 40 Grad Stein gestellt, Schichten, die erst maximal 10.000 Jahre alt sind. Die Forscher haben damals festgestellt, dass das Himalaya vor wenigen tausend Jahren um 1.500 Meter angestiegen sein muss. Die Schichten, die jünger als 10.000 Jahre sind, wurden 40 Grad schief gestellt und in diesen Schichten hat man menschliche Relikte gefunden. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen darüber, das ist kein Mythos oder so. Bloß es wird heute keiner mehr wissen wollen. Weil es sind ja alles Forscher, die sind vor 60, 70 Jahren das gemacht haben. Das waren auch Feldforscher. Unsere Geologen heute sind ausgebildet an der TU, wissen alles, behaupten auch, sie wissen alles. Und wenn die mal 3 Wochen irgendwo Geld kriegen, um irgendwo mal hinzufahren und vor Ort irgendwas anzugucken, dann ist das schon viel. Ich weiß, wovon ich rede. Hier in den Alpen sieht man, es gibt eine Feldforschung von 1928, ist inzwischen aus den Bibliotheken entfernt, hat es lange gegeben, man hat mich darauf aufmerksam gemacht von Lesern, interessierten Lesern. Diese alten Seen hier, die schraffiert sind, die haben noch zur Zeit der Kelten praktisch existiert. Und Sie sehen oben das grau angelegte, der Ammersee, das ist der heutige. Der frühere Ammersee zur Zeit der Kelten war wesentlich größer. Man hat festgestellt, dass dieser größere Ammersee ausgelaufen ist und nicht nur der Ammersee, sondern alle anderen Seen auch hier am Rande der Alpen. Die heutigen, und da können Sie jeden fragen, das war früher auf einer Höhe und die sind gekippt worden. Das heißt, also zu den Bergen hin sind die Böschungslinien wesentlich höher als talwärts. Das heißt, die ganze Sache ist gekippt worden, die ganzen Sachen sind ausgelaufen, die ganzen Seen. Es ist durch Feldstudien 1928 eingehend festgestellt worden. Sie können da, ich habe mich mit Freunden unterhalten, die hier auch, ich habe mal einen Statiker ausgebildet, der ist hier im Süden, da war ich eingeladen, haben uns da über alles unterhalten. Das ist amtlich. Diese Studie von 1928 kommt dazu, dass die sagen, zur Zeit der Kelten sind die Alpen zu einem gewissen Teil, zumindest zu einem gewissen Teil, emporgestiegen und haben sich auch schiefgestellt, wodurch die ganzen Seen, alten Seen ausgelaufen sind. Zur Zeit der Kelten, sagt diese Studie. Kann man nachlesen. Und dann ist auch unklar, warum dort oben, das sogenannte Drachenloch in 2000, fast 500 Meter Höhe, dort oben hat man Bärenknochen gefunden, jenseits der Baumgrenze.
was macht denn ein Bär jenseits der Baumgrenze in den Höhlen oben? Also der wird sich unten irgendwo verkriechen, wo er was zu fressen hat. Aber nicht, warum soll der da mühevoll da hochkraxeln? Und dort oben ist unzugängliches Gebiet. Und da hat man auch menschliche Relikte quasi, also Sachen gefunden, die nur von Menschen stammen können. Was machen Menschen in 2500 Meter Höhe im Jenseits der Baumgrenze? Diese Geschichte kann man unendlich fortfahren. So, und dann sehen wir in den Alpen immer, wir kommen jetzt zu der Geologie weiterhin, in den Alpen sehen wir, dass alles, was wir eben gesagt haben, die Seen, alles ist das Walten der Eiszeit. Die Eiszeit hat alles gemacht. Als ich jung war, waren die noch 1,5 Millionen Jahre alt, dann war es 2,5 Millionen, ich glaube, jetzt sagt man schon über 3 Millionen. So, und ich habe Ihnen mal so typische Moränen aufgezeigt. Da wird man sagen, ach, das Eis hat das geschoben. Glauben Sie mir, dass ein Gletscher nicht schieben kann oder kaum? Es ist nachgewiesen wissenschaftlich, dass diese Moränen maximal 15 Kilometer lang liegen, maximal allerhöchstens mal 20 Kilometer, und die Gletscher auf diesen Moränen schwimmen und nicht umgekehrt. Gibt es wissenschaftliche Untersuchungen darüber? Ein Gletscher ist niemals dazu, Eis ist niemals in der Lage, Kritzungen im harten Fels zu machen, weil er dazu zu weich ist. Auch wenn er die Steine mitnimmt, was er nicht macht, nicht in Wirklichkeit, ist das so nicht machbar. Das geht alles gar nicht. Diese Moränen, sagt man, in der Nordsee wären Eisgletscher gewesen, die wären mehrere Kilometer hoch, weil auch das Land abgesunken ist. Schweden wächst ja heute noch, und zwar nicht unerheblich jeden Tag. Und das erholt sich wieder, da sind kilometerhohe Gletscher gewesen. Das ist alles Unsinn, sage ich jetzt mal so. Als Bauingenieur sage ich, wenn wir ein Haus bauen, dann gibt es, oder ein Bauwerk, dann gibt es eine Setzungsmulde. Das heißt, der Gletscher würde in sich zusammen praktisch sacken, aber niemals sich fortbewegen. Ein Gletscher kann sich nur fortbewegen auf einer schrägen Ebene, wie in den Alpen, wenn etwas abrutscht. Aber niemals in der Ebene. Das geht mechanisch. Ich habe Mechanik und so weiter mehrere Jahre studiert und ich weiß, wovon ich da rede, glaube ich. Und das geht alles gar nicht. Und auch keiner hat mir das gezeigt, auch nicht im Experiment, auch nicht rechnerisch, weil es gar nicht geht. Jeder glaubt es aber, weil es ja jeder so weiß. Das ist so mit diesen sogenannten Selbstgewissheiten, wie mein Freund Professor Brock gesagt hat. Diese Selbstgewissheiten müssen wir also hinterfragen. Wir sehen hier also Moränen, typisch für die Eiszeit im Alpengebiet. Es sind aber keine Moränen. Eine Untersuchung in Science veröffentlicht hat ergeben, dass diese ganzen Gesteinsströme, wovon die zwei, die ich gerade hatte, zwei davon sind, das ganze Südalpengebiet sind nasse Gesteinsströme, die seit dem 14. Jahrhundert entstanden sind. Also mit Beginn der sogenannten kleinen Eiszeit. So um 1300 ist das Eis gekommen. Vorher gab es gar kein Eis auf den Alpen, vielleicht oben auf den Spitzen. Da war, glaube ich, 2007 ein Geologe der Geologischen Anstalten in Hannover im ZDF bei dem Herrn Siegloch. Und dann sagte der, die Alpen schmelzen ab, die armen Tiere und die Eisbären haben so traurige Augen. Da sagt der Fachmann, ich weiß gar nicht, was das alles soll. In den letzten 6000 Jahren sind die Alpen viermal abgeschmolzen oder nahezu abgeschmolzen. Das ist normal. Wir sehen, in den letzten 1000 Jahren waren die Alpen zur Zeit der kleinen Eiszeit abgeschmolzen und danach kam das Eis wieder. Da gibt es genug alte Dokumente drüber. Es ist einfach so. Das Eis kommt und geht relativ schnell. Diese Gesteinsströme alle stammen aus den letzten Jahrhunderten und nicht von der Eiszeit. Dass die Eiszeit nicht existiert haben kann, sieht man auch an der Antarktis. Ne? Die Karten, die ich Ihnen zeige, die ist älter als die Entdeckung der Antarktis. Die ist 1818, 1820 entdeckt worden. Diese Karten sind 80 bis 100 Jahre älter, vor der Entdeckung. Die stellen die Antarktis eisfrei dar. Da muss man fragen, wie die Leute das vor 300 Jahren gewusst haben. Ist ja Eis da. Man hat das jahrzehntelang als Humbug empfunden, denn im Norden, in der Arktis, gibt es ja kein Land unterm Eis. Dort schwimmt das Eis. Und da unten, hat man gesagt, schwimmt auch das Eis. Nein, in dem geophysikalischen Jahr, erst 56 oder 57, ist festgestellt worden, dass unterm Eis wirklich Land ist. Charles Hapgood, der Professor, der verstorben ist, hat festgestellt, dass diese Landmassen relativ gut gezeichnet worden sind, mit relativ geringen Fehlerquotienten. Das heißt, die Leute müssen gewusst haben, dass zu diesem Zeitpunkt Land dort unten war, und zwar eisfrei. Und hier unten rechts sehen Sie zu dem Zeitpunkt Australien, die Umrisse teilweise von Westaustralien, das heißt, zu diesem Zeitpunkt war Australien noch nicht entdeckt. Aber die Antarktis war zu damaliger Zeit hundertprozentig bekannt, die erst 80, 90, 100 Jahre später praktisch entdeckt worden ist. Sie sehen hier Südamerika, Afrika, und wo der Pfeil ist, ist quasi Australien.
Der ganze Meeresspiegel, wenn wir heute denken, unser Meeresspiegel und die Klimaaktivisten, die sagen ja, denn wir sind schuld, dass der Klima, dass das Wasser ein bisschen ansteigt, das ist natürlich Unsinn. Im Grunde, weil das Wasser ist schon immer angestiegen. Und das letzte Mal, angeblich nach der letzten Eiszeit, um 130 Meter, manche sagen auch 150, aber wir bleiben bei der offiziellen Version der Wissenschaftler, 130 Meter ist der Ozeanspiegel angestiegen. Das heißt, was wir heute sehen, ist maximal, schon mal so gesehen, maximal 10.000 Jahre alt. Wir sehen hier die Brücke zwischen Alaska und Sibirien und Sie sehen hier kein Wasser. Vor wenigen tausend Jahren sah es so aus. Die Ränder von Alaska waren niemals, das ist wissenschaftlich klar, niemals vereist. Niemals nicht, würde man sagen vielleicht. Die Gletscher waren, wenn überhaupt, mehr im Inland, da wo Gebirge sind. Und dann hat man uns jahrelang erzählt, dass das versperrt war durch Eis und so weiter, die Menschen da nicht rüber konnten, weil es versperrt war. Und dann war es vor 6.000 Jahren so weit und sind gekommen. Ja. Dann hat man leider ältere Knochenfunde irgendwo in Mittelamerika, Südamerika gefunden. Und einmal ist es ja dann vielleicht doch 10.000, 20.000 Jahre. Klar ist heute, dass hier die Eiszeit quasi nicht so gewaltet hat, wie man glaubt. Noch bis zu 10, vor 10.000 Jahren, 15.000 Jahren gab es hier eine Fauna und also Tiere auch, die es warm lieben. Löwen zum Beispiel. Und man hat da drin auch diese Mammutbäume gefunden, die da heute nicht mehr wachsen können, aber heute in Kalifornien wachsen. Sie sind dort in dem Muck, in dem Dauerfrost praktisch eingeschlossen. Und dort hat man auch zum Beispiel in dem Dauerfrost ein Riesenfaultier gefunden, das eigentlich aus Südamerika nur bekannt ist. Ein Riesenfaultier und menschliche Überreste. Ich habe das links in Alaska selber aufgenommen. Das ist Blue Babe, rechts im Museum in Alaska. Und dieses Blue Babe soll praktisch von einem Löwen damals in der Eiszeit sozusagen angegriffen worden sein. Ich frage immer, was machen denn Löwen während der Eiszeit so in kalten Gebieten? Das geht alles überhaupt nicht. Da müssen wir umdenken, ist auch umgedacht worden. Wir kommen mit dem Meeresspiegel nach Arabien. Man denkt immer, die Wüste Arabien ist so alt, wie sie alt ist. Das ist nicht richtig. Im Jahre 2008 gab es eine arabische Konferenz und von denen habe ich das Bild übernommen. Man hat Feldversuche gemacht und Sie sehen die ganzen gepunkteten Gebiete, unten links ist es erklärt, das war alles Wasser. Man hat dort Antilopen gefunden und also praktisch die Tiere der Serengeti in Afrika. Es gibt da Staudämme, ich bin da mal drauf gekommen, weil einer darüber geschrieben hat, es gibt Staudämme, mitten in der Wüste. Die stehen heute, riesengroße Staudämme, so wie wir sie heute bauen würden, mit Auslaufbauwerken, die 150 Meter lang sind. Stehen heute in der Wüste, wo kein Tropfen ist. Was machen Staudämme in der Wüste? Weil es dann irgendwann Wasser gab. Diese Konferenz hat gesagt, dass der Persische Golf, den wir jetzt so oben, den Sie so grau sehen, theoretisch, dass der erst in seiner heutigen Form vor 6.000 Jahren entstanden ist. Vorher war es ein Urstromtal und es gab Flüsse und Seen in Arabien vor kurzer Zeit. Man hat Menschen da gefunden, wie gesagt, Antilopen und was weiß ich, Affen und alles hat man da gefunden an den Rändern in Seen. Das heißt, innerhalb kürzester Zeit ist es ausgelaufen. Und eins ist klar, wann ist dies entstanden? Und wann ist das Rote Meer entstanden? Diese Zuläufe oben und unten sind vielleicht 120 Meter tief. Wenn also der Meeresspiegel zur Zeit der Eiszeit 130 Meter ungefähr tief war, ist klar, dass es die Zuflüsse hier gar nicht gegeben hat. Es kann die gar nicht gegeben haben. Die Untersuchungen sagen also Folgendes, Rote Meer und Persischer Golf sind relativ jungen Datums. 6.000 Jahre alt, ich würde da noch 2.000 Jahre abziehen, aber das spielt auch gar keine Rolle. Es ist so jung, wie es jung ist. Und man glaubt, wir sehen hier uralte Sachen. Das ist zum Beispiel auch so ein Staudamm, der da zerbrochen ist. Der sieht auch relativ modern aus. Und dasselbe ist mit der Wüste Sahara. Die Kamele, die dort sind, sind nach offizieller Sichtweise erst vor 3.800 Jahren dort eingewandert. Ich glaube, 2001 habe ich auch mal drüber geschrieben, ist seit kurzem eine Wüste. Heute ist das Standard. Keiner glaubt mehr, dass die Wüste Sahara älter als 6.000 Jahre ist. Das ist kein Spaß. Das hat sich alles verjüngt, auch richtigerweise verjüngt. Sie sehen hier das Mittelmeer zweigeteilt, so war es auch mal. Das Mittelmeer war auch mal ohne Wasser. Ich war eingeladen auf der MS Europa zu einer Jungfernfahrt, hatte dort 5 Vorträge und habe den Leuten gesagt, vor kurzer Zeit war dieses Mittelmeer relativ trocken, offiziell vor 5 Millionen Jahren. Dann kam man nach Gibraltar und dann können Sie in ein Museum gehen, da gibt es einen Film und dann schreiben Sie da, also Mittelmeer vor 5 Millionen Jahren, trocken. Die Leute, die das untersucht haben, Pittman und Ryan, das sind Geologen, die haben mit einem Forschungsschiff überall Bohrkerne genommen, haben das praktisch genau untersucht. Und dann einer von beiden hat gesagt oder geschrieben,
eigentlich müsste man nach einem Grund suchen, der vor kurzer Zeit dazu geführt hat, dass das Mittelmeer leer war. Aber da das sozusagen unserem Verständnis, unserem Wissen widerspricht, wollen wir diesen Gedanken nicht weiterführen. Es ist aber so, dass hier große Trockenheit herrschte rund ums Mittelmeer. Ich könnte das ausführen aufgrund der alten Bauten. Pittman und Ryan haben dann geschrieben, dass alles hier, die Bevölkerung rund ums Mittelmeer, praktisch ausgestorben war und dass das letzte Zufluchsgebiet das Schwarze Meer war. Das Schwarze Meer sind alle Leute hingezogen und nachdem dies überflutet wurde durch Superfluten aus Asien, und anderem sind diese Menschen dann nach Indien, nach Afrika und überall hin wieder zurückgewandert. Das ist eigentlich so der Stand, den auch diese Geologen sagen. Und das gibt auch Sinn. Das Mittelmeer hat einen niederen Wasserspiegel gehabt. Sie sehen auch hier nach Italien heraus eine Landverbindung. Und Sie sehen auch, dass hinten bei Venedig sogar kein Wasser drin ist. Die Besiedlung ist auch denn in Norditalien und so weiter, das ist auch in zwei Etappen erfolgt. Vor relativ einiger Zeit, sage ich jetzt mal, das relativ flach da oben, gab es überhaupt gar kein Meer. Kommen wir damit zu unserer nahen Umgebung an die Nordsee. Wenn jetzt nach der Eiszeit das Wasser, also nach offizieller Sicht vor 10.000 Jahren, 130 Meter angestiegen ist, ist ja schon mal logisch klar, und ich habe mal so ein Buch gelesen, als ich vielleicht 10 war, also so um den 1960er herum, dass die Themse ein Nebenfluss des Rheins war. Hat mich damals fasziniert, altes Buch von Bastian, glaube ich, war das. Hat mich jahrelang beschäftigt. Und tatsächlich ist es ja so, wenn der Meeresspiegel 130 Meter tiefer war zur Zeit der Eiszeit, ja, dann ist die Nordsee so ungefähr 50 Meter tief, um eine Zahl zu sagen, war trocken. Es ist amtlich und festgestellt, kein Thema, dass der Rhein oben irgendwo bei Edinburgh, sag ich mal, in den damaligen Atlantik floss, die Themse ein Nebenfluss des Rheins war und diese ganze Ebene besiedelt war. Als ich jung war, habe ich mal einen Film gesehen, da gab es einen Forscher, der ist immer mit Kutter rausgefahren, hat da die Überreste aus dem Meeresboden da um Helgoland herum geholt. Es ist festgestellt worden, dass um Helgoland herum in 30 Meter Tiefe, glaube ich, oder 25 Meter, 30 Meter Tiefe, Megalithgräber stehen, Reste von der Megalithbauweise am Meeresgrund der heutigen Nordsee, zu damaliger Zeit trocken. Unsere Vorfahren haben am Grunde der heutigen Nordsee gelebt. Die meisten Mammuts werden nicht in Sibirien gefunden, sondern westlich von England in der heutigen Nordsee, das, was früher trocken war, die meisten Mammutfunde. Das war eine Grassteppe, dort gab es Pferde und die Wikingerpferde kommen daher, weil diese geflutet wurde. Wenn Sie zum Beispiel den Teppich von Bar Hoe oder so sehen, dann sind die alten Ritter oder Wikinger, sage ich jetzt mal, oder Nordgermanen, wie man auch immer das so sagen will, sind auf so kleinen gedrungenen Pferden durch die Landschaft geritten. Unsere heutigen Pferde sind eine ganz andere Rasse. Die Füße waren fast auf dem Boden. Diese sogenannten, die später Wikingerpferde genannt wurden, haben hier gelebt. Als die Flut kam, sind die in diese Täler in Norwegen und so, haben sich zurückgezogen. Und daraus aus diesen Tieren sind dann die Wikingerpferde geworden, die dann mit nach Island und nach Grönland, als sie denn da besiedelt haben, mitgenommen haben. Und diese ganze Ebene war eben relativ trocken. Das ist jetzt keine Mutmaßung von mir, sondern wenn Sie das interessiert, es gibt ein sehr schönes Buch von den Erdwissenschaftlern aus Hannover, die ich schon zitiert hatte, das nennt sich Klimafakten. Das waren die Leute, die für die Bundesregierung das Klimagutachten des IPCC, also von der UN, haben begutachten sollen. Die haben dann festgestellt, dass nicht der Mensch am Klima schuld ist, sondern seit 1000 Jahren, dass ein natürlicher Wandel ist, der sich immer wiederkehrt. Man müsste jetzt ja vorstellen, wenn die Geologen alle recht haben, es schmilzt ab, dann müsste ja, wenn es abschmilzt, auch gleichzeitig relativ schnell sich die Meere füllen. Nein, es hat angeblich ein paar tausend Jahre gedauert, bis überhaupt die Meere gefüllt wurden hier in die Nordsee. Sie sehen oben 2800 Jahre, dann war es da oben und da wurden die menschlichen Behausungen da mit Türmen und so weiter gebaut, um von der See Zuflucht zu haben. Vor 2250 Jahren hat man immer weiter höher gebaut, bis denn vor 2000 Jahren und 1600 Jahren, also 400 nach Christus von mir aus, Hügel, also Warften gebaut worden, um dort die Häuser drauf zu bauen, damit sie nicht überflutet werden. Das Meer kam langsam und stetig. Das Meer kam so gewaltig, dass die ganzen Seen, die wir heute, Inseln, die wir heute haben, also vielleicht 400 Jahre alt sind, werden überhaupt, auch Sylt. Man sieht hier, erst vor 900 Jahren hat man begonnen, Deiche zu bauen und seitdem hat man das relativ im Griff. Aber das Wasser ist immer gekommen. Um 1300 war sogar der Wasserspiegel, steht in diesem Buch, 50 Zentimeter höher als heute.
50 Zentimeter höher. Für den Persischen Golf hat man es auch festgestellt. Kurz bevor der Endzustand, wie heute erreicht wurde, war es mal 50 Zentimeter höher. Warum, wieso, weshalb? Damals gab es keine Autos, keine Kraftwerke, keine Heizung, schon gar nichts. Da müsste man andere erdgebundene Szenarien für empfinden. Und ich hatte schon Sylt angeführt. Sie sehen hier zum Beispiel Landverluste. Also links eine Karte von 1362. Man sieht noch Sylt in der Landmasse verschwunden. Und nach der Flut ist eben Sylt halbwegs entstanden. Das heißt, auch die Inseln, die wir heute sehen, sind relativ junger Natur. Und Sie sehen am Widerspruch Flusspferd. Wir haben in unseren Breiten unheimlich viel Flusspferde gefunden, mehr als in Afrika. Was machen Flusspferde in unseren Gegenden? Das ist eigentlich unglaublich. Ne? Ein Freund von mir sagte, bei Wien hat man in dem Flussschotter ein Nilpferd gefunden. Aber es ist keins ausgebrochen im Zoo. Ich sage, es brauchst du auch nicht so weiter, es hat hier Nilpferde gegeben. Ja? Die findet man überall, das ist eben so. Und der Vordenker der Geologen, der Charles Lyell, das hört man als Geologe heute nicht mehr gerne, hat denn die Theorie aufgestellt, weil er bei uns Eis und Schnee war und keine Nilpferde während der Eiszeit natürlich bei uns nicht leben können, auch wenn es mal zwischen Warmzeiten gegeben hat dazwischen. Der hat dann gesagt, die Nilpferde sind von Afrika hoch, gewandert im Sommer und im Winter wieder zurück. Die wollten die wahrscheinlich abkühlen. Aber diese Sachen muss man natürlich eigentlich lächerlich nehmen, weil Flusspferde waren eigentlich bei uns zu Hause. Ich hatte einen großen Artikel, einen Vortrag in der Kölner Rundschau und habe dann gesagt, das Buch zum Beispiel, gibt ein Buch, Deutschland lag am Äquator, ich sage das alles Unsinn, die Klimatik hat sich gewandelt. Wenn wir bei uns am Niederrhein, ich komme aus Solingen, Köln, Düsseldorf, wenn wir bei uns im Bergisch Gladbach da oder so 15 Meter, 20 Meter tief bohren, ist da tropische Fauna. Alles, was in die Serien geht, die finden Sie bei uns auch. Nur in 20 Meter Tiefe. Wieso liegen eigentlich die Römerbauten überall unter Schlamm? Die angeblichen Römerbauten. Auch so eine Frage. Aber wie auch immer. Kam darauf ein Leserbrief von einem Professor. Drei lange Kolonnen. Wenn ich recht hätte, könnte man die ganzen Bohrungen, die man macht, einstellen, weil alles unsinnig und das könnte ja wohl nicht sein. Ja klar, dann hätten mal Leute bei weniger Arbeit. Oder man müsste vielleicht umdenken. Es ist natürlich schwerwiegend, was ich hier sage. Wir können jedes Buch umschreiben. Aber ich versuche das einfach mal logisch nachzuvollziehen. Und im Wissenschaftsdienst wurde dann geschrieben, dass hier wir ein Eiszeitalter hatten mit über, weiß ich, 2,5 Millionen Jahren hinweg. Und dass die Dauerfrostzonen wörtlich reichten mehrere hundert Meter tief in den Erdboden hinein. Entscheidend für den Charakter des Ökosystems ist aber die Dauer der Kälteeinwirkungen, Jahrtausende oder Jahrzehntausende. Ich sage jetzt mal so, die sogenannten Eiszeittiere haben sich also in stoischer Ruhe, haben sie geschrieben, auch in stoischer Ruhe, da habe ich da vorgeschrieben, Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt, ertrugen diese Tiere mit stoischer, ich habe es angekreuzt, Gelassenheit. Sagen wir so, es kommt eine Kaltzeit, es wird unheimlich kalt, die Tiere stehen, haben nichts zu fressen, der Boden ist mehrere hundert Meter tief gefroren. Und in stoischer Gelassenheit stehen die da rum und gewöhnen sich an die Eiszeit. Das kann doch nicht wahr sein. Stirbt jetzt ein Tier und damit einmal sind alle Tiere, diese Tiere am Ende der Eiszeit ausgestorben. Ich sage, die haben sich in stoischer Ruhe da Jahrtausende an die Eiszeit gewöhnt und dort hört auf, einmal sind alle Tierarten ausgestorben. Wahrscheinlich vor Glück, dass sie wieder was zu fressen kriegen. Aber anders geht es ja gar nicht. Ich behaupte, wenn es kalt wird, sterben die Tiere aus. Nicht wenn es warm wird. Meine Frau, wenn die geht ohne, weil kalt ist, ohne dicken Fellmantel gar nicht aus dem Haus, sag ich mal im Prinzip, übertrieben gesagt, oder andere Leute auch. So, wir ziehen uns warm an und wir würden erfrieren, wenn unsere Heizungen nicht laufen. Und die Tiere sterben aus. Wann sterben die Tiere aus? Mit Beginn der Kaltzeit. Eine Kaltzeit hat es gegeben. Und nicht mit dem Ende der Kaltzeit. Ich bin ja ein Verfechter gegen die Eiszeit, sondern ich habe das Wort Schneezeit geprägt. Für mich ist eine Eiszeit, die 3 Millionen Jahre gedauert haben soll, ein relativ plötzliches Ereignis als Schneezeit, Kurzzeit sozusagen Ereignis. Und dann hat es natürlich irgendwann mal Eis gegeben, aber relativ schnell und heftig. Und für Schnee, Eis zu erzeugen, brauchen Sie Wärme. Durch kälter werden kommt kein Eisberg. Das können Sie mal auf dem Teich bei sich zu Hause nachvollziehen. Es wird kalt, da kommt eine Eisschicht drauf, aber es kommt kein Gletscher da drauf. Ohne Schnee. Da sollte man drüber nachdenken. Ohne Wärme keine Gletscher. Also wann starben diese Tiere aus zu Beginn oder am Ende, haben wir gerade diskutiert, natürlich am Anfang. Und in einem eiszeitlichen Grab hat man zur Überraschung der Leute in Deutschland einen Jaguar gefunden. Jaguar, diese Tiere gibt es nur in tropischen Sachen, Mittelamerika und vielleicht Südamerika. Und zum ersten Mal außerhalb von Amerika ist dieser Jaguar gefunden worden in einem eiszeitlichen Grab. Das hat er nichts zu suchen, es war warm. Da zusammen hat man mit diesen Tieren Nashörner gefunden und was weiß ich was alles.
Tiere, die die Wärme lieben, aber nicht die Kälte. Das hat auch mit unseren Menschen zu tun. Unsere Menschen sollen während der Eiszeit hier gelebt haben. Wir kommen zur Evolution des Menschen. Als letzten großen Punkt. Oben, das kennen wir alle, haben wir gelernt, habe ich 40, 50 Jahre lang selber dran geglaubt, vielleicht 40 Jahre. Jeder lernt das. Wir sind irgendwie aus affenähnlichen Wesen entstanden. Das ist ein Problem schon mal. Wie ich jung war, ich komme aus der Nähe vom Neandertal, da waren wir mit der Klasse und dann haben wir mit Neandertal, und das fand ich ganz toll, diese Neandertaler wieder da steht mit den Dings. Das wird ja heute gar nicht mehr gesagt. Wenn Sie zum Museum nach Neandertal gehen und Sie sagen, das ist so ein Mann und der primitiv und so, dann werden Sie fast erschlagen, weil der Mensch gilt ja heute als moderner Mensch. Früher, als ich jung war, nannte sich Homo Neandertalensis und heute heißt er ja Homo Sapiens Neandertalensis. Da heißt er, er ist geadelt worden zum modernen Menschen. Er wäre auch mit uns fortpflanzungsfähig. Wenn er unser Vorläufermodell gewesen wäre, wäre er ja außerhalb der Art und nicht fortpflanzungsfähig. Man hat aber Hybride, Nachwuchs von modernen Menschen und Neandertalern gefunden. Der Neandertaler ist ein moderner Mensch. Ich habe Schädel gesehen in Nordamerika, die sind mit dem Flachschädel, die gibt es auch bei den Indianern in Nordamerika. Die Sache oben, haben wir alle gelernt, ist out oder nicht mehr im Gespräch. Sie sehen, im zweiten Bild fehlt der mittlere. Der sogenannte Homo habilis, habe ich als Kind immer, fand ich ganz toll, ja, der geschickte Mensch hat denn irgendwas gemacht, war der Übergang von Affen zu Menschen. Es ist festgestellt worden, dass es diesen Homo habilis im Prinzip nicht gegeben hat. Der heutige Wissensstand ist so, dass der degradiert worden ist zu einem Affen quasi. Der heißt jetzt heute dann quasi Australopithecus habilis, also der geschickte Affe von mir aus. Und es ist eine Lücke da. Unser Vorfahrer, habe ich gerade gesagt, der Neandertaler ist auch verschwunden. Den habe ich jetzt rechts rangezeichnet, weil er fortpflanzungsfähig ist mit uns und zur selben Zeit auch gelebt hat, noch vor kurzer Zeit. Und die Lücken sind einfach da. Ich behaupte, das untere Bild, es gibt keine Makroevolution. Es gibt nur Affen, es gibt nur Menschen. Aus einem affenähnlichen Wesen wird kein Mensch. Da habe ich auch geschrieben, was wollen wir mit unserem Gliedmaß in den Bäumen? Ich bin da unfähig für irgendwas zu veranstalten, sage ich mir so, und die Leute vor uns auch. Er sagt, wenn, müsst ihr umdenken, habe ich geschrieben, können Sie nachlesen, 1998 geschrieben, vor 15 Jahren oder 16 Jahren, der Mensch hat immer auf dem Boden gelebt, wo soll er sonst gelebt haben? Immer auf dem Boden, der ist niemals aus den Bäumen gekommen. Ich habe Briefe gekriegt, wäschekorbeweise, E-Mails, ich konnte sie gar nicht alle beantworten, fast tue ich aber trotzdem. Inzwischen ist es Stand der Technik. Heute, meine Voraussagen von 98 sind alle eingetreten, der heutige Vorläufer des Menschen hat immer auf dem Boden gelebt. Und heute ist es so, dass man sagt, in der Wissenschaft, unser Vorläufer war vor 8 Millionen Jahren, daraus sind die affenähnlichen Tiere oder Affen entstanden nachher, die in Bäumen lebten und der Mensch hat sich auf dem Boden weiterentwickelt. Das ist heute, das würde ich mal sagen, das akzeptiere ich. Ich habe ja auch 98 geschrieben, ich würde nicht sagen 8 Millionen Jahre, dann das verkürzen. Aber grundsätzlich stimme ich jetzt damit überein. Auch Anthropologen, wie der Professor Niemitz, sein Buch geschrieben, Der aufrechte Gang des Menschen, die haben das alle bestätigt. Es ist heute so, wie ich das 98 geschrieben habe. Es gibt eben Probleme. Probleme sehen Sie auch hier im Hinterhauptloch. Beim Menschen sitzt der Kopf auf dem Rückgrat, beim Affen sitzt das am Rückgrat. Wenn das jetzt eine Entwicklung gäbe, müsste es auch Zwischenentwicklungen geben. Heute Anthropologen feiern jedes Zwischenglied, das sie finden, als irgendwelche Glieder. Das ist alles Unsinn. Denn die Konstruktionsmerkmale, ich erinnere an das Schnabeltier, kann man im Tierreich relativ beliebig austauschen. Es nimmt aber immer fertige Extremitäten, Organe. Eine halbe Lunge kann niemals existieren. Das ist ein Krüppel, da Darwin muss ein Tier verschwinden. Das heißt, in den Fossilien kann ich nicht nur eine Hand und eine Flosse finden oder eine Flosse und eine Hand finden, sondern ich müsste dazwischen alle möglichen Zwischenformen finden. 1%, 10%, 80%. Nichts davon, ich habe viele Museen dieser Welt besucht, die werden es niemals finden, gibt es auch nicht. Wenn Darwin recht hätte, müsste das so sein. Es gibt keine Makroevolution. Und Darwin selber hat auf seinem Sterbebett daran gezweifelt und gesagt, irgendwann in Zukunft wird man seine Theorie beweisen. Es ist ausgeblieben. Die sogenannten Missing Links, die man hat, sind immer fertige Tiere. Das ist das Problem. Eine halbe Lunge, eine halbe Flosse ist niemals lebensfähig. Das geht alles gar nicht. So, hier auch von der FU Berlin, Menschen, die von den Bäumen gestiegen, und ich hatte schon den Herrn Niemitz, finde ich gut, was er da geschrieben hat, auch gesagt, das Geheimnis des aufrechten Ganges, die Menschen waren eben niemals auf dem Bäumen. Das ist auch richtig. Man hat schon früher festgestellt, dass das Mitteltier, also zwischen Affen und Mensch, niemals lebensfähig wäre, haben amerikanische Forscher festgestellt.
und auch der sogenannte Australopithecus, der ja aufrecht gelaufen sein soll, gleicht vom Schädel her genau einem heutigen Schimpansen. Es ist Fakt. Das sind Affen, sage ich jetzt mal, und keine Vorläufer, irgendwelche Urvorläufer des Menschen. Das ist Ulusi, unser berühmter Vorfahr, den Sie überall finden und überall genannt wird. Bloß, gucken Sie mal auf die Füße, der aufrecht gelaufen ist, da fehlen sogar die Füße. Mehr hat man von Lucy eigentlich gar nicht gefunden. Mag sein, dass sie aufrecht gegangen sind. Es gibt auch andere Affenart, die aufrecht gegangen ist, will ich jetzt nicht weiter ausführen. Das ist möglich, aber das hat auch teilweise andere Gründe, aber sind nicht Vorläufer sozusagen des Menschen. Und Lucy oder beziehungsweise Kollegen von ihr, die haben dann diese Spur hinterlassen, wird groß gefeiert, weiß ich wie viele Millionen Jahre alt, nur sind Untersuchungen gewesen. Ich habe ja das mal hier groß rausgenommen, den rechten Fuß. Das sind moderne Füße, die vor Millionen Jahren schon existiert haben sollen. Die müssen weiterentwickelt worden sein. Es gibt Untersuchungen in Amerika, die sagen, diese Fußspuren sind dieselben, die wir erzeugen würden heute. Es gibt da keine Entwicklung. Das heißt, es sind hier eigentlich keine Entwicklungsschritte da, sondern diese Füße haben so schon immer existiert. Wann der Mensch entstanden ist, könnte ich lange darüber referieren. Nach bestimmten Methoden, die oben angegeben sind, ist die Eva unsere Mutter sozusagen 143.000 Jahre, aber der Mann nur 59.000 Jahre. Ich meine, das geht ja alles gar nicht. Ne? Wenn Sie sehen, um sich fortzupflanzen, müsste ja ein weibliches Teil und ein männliches Teil zur selben Zeit am selben Ort da gewesen sein, um sich in eine andere Art zu entwickeln. Das geht ja zeitlich und räumlich überhaupt gar nicht. So geht das gar nicht. Ja, und die Mutationsrate, hat man festgestellt im Fachmagazin, kann 20 mal weniger sein. Dann, wenn ich euch 20 teile, dann komme ich, dass meine Ur-Eva vielleicht vor 7000 Jahren gelebt hat. Und in Nature, also hochwissenschaftlichem Blatt, Freunde von mir, Professoren und so, die lesen nur Nature teilweise auch. Und da steht drin, unsere ganze Bevölkerung könnte man in 33 Generationen erzeugen. Allerdings ist das von 2004, inzwischen haben wir wesentlich mehr Menschen. In 33 Generationen kann ich die gesamte Bevölkerung reproduzieren, ohne dass etwas Besonderes entstehen könnte, müsste, sollte. Berücksichtigt Migration und so weiter, steht in einem Aufsatz drin, ist unsere Menschheit rund 5000 Jahre alt. Da kann man jetzt übersteigen, von mir 6000, wir können auch sagen 7000, das spielt gar keine Rolle. Aber nicht hunderte oder zigtausend von Jahren. Ich habe das dann auch geschrieben im Darwins Irrtum, dass, und Evolutionslüge auch, dass die Schädel von den Neandertalern und so weiter, von unseren modernen Frühmenschen auch, maximal 5000 Jahre alt sind. Länger helfen sich die sowieso nicht in der Natur. Hat man geschrieben, ich wäre ignorant, weil es alles radiometrisch bewiesen. Alles radiometrisch bewiesen. Ich wäre ignorant. Das habe ich mal ein paar Jahre so stehen lassen. Und dann kam Folgendes, da gibt es die Vogelhöhle und aus der Schicht hier unten sind diese berühmten Figuren aus Elfenbein. Die zeigen Löwen, alles Tiere, die so gerne Wärme lieben. Da hat man gesagt, ja, diese Leute, unsere Vorfahren, haben da gesessen vor 30.000 Jahren, als Eis war und haben sich noch erinnert, wie schön es damals war, als es grün war und haben dann Löwen und so weiter da reingeschnitzt. Ich sage, was? Da erinnere ich mich da an so alte Sachen, dass da Löwen geschnitzt wurden, denn da passt ja gar nicht. Ich schnitze das, was ich vor meiner Tür habe, was ich sehe und nichts anderes. Also sind die Sachen vielleicht 5.000 Jahre alt. Also das war auch nicht richtig, aber mit einmal hat man auch einen Schädel da gefunden, den ich da reingekopiert habe. Der war auch. Und dann hat man gesagt, ach, da ist der Schädel, der gehört zu den Figuren, alles 30, 35.000 Jahre alt, alles bewiesen, wunderbar. Der Professor Rieck war, ich weiß nicht, 80 Jahre lang, 1931 bis vor kurzer Zeit, der Mann überhaupt, alles bewiesen, Vogelhöhle, Eiszeitkunst nennt man das, Ausstellung gemacht ohne Ende, ich war in Bonn, war gerade eine Ausstellung, Eiszeitkunst, habe gesagt, alles, ihr müsst das alles ändern. Nö, haben sie weitergemacht. Und weil dieser Schädel nämlich neu datiert worden ist, kam nach England und hat man gesagt, dieser Schädel ist maximal 5000 Jahre alt. Nicht mehr und nicht weniger. Von mir ist auch 3,5, ich glaube 3,5 bis 5 haben die geschrieben. Habe gesagt, wunderbar, passt zu meinen früheren Aussagen, glaube ich, akzeptiere ich, wunderbar. Dann habe ich gesagt, ihr müsst aber eure Eiszeitkunst auch auf 5000 Jahre verjüngen. Was war vor 5000 Jahren? Es war 2,5 Grad wärmer als heute. Das war die Zeit, als es wirklich hier diese Tiere gab. Und man hat das geschnitzt, was da war, in der Warmzeit und nicht in der Kaltzeit. Nee, der Zillmer konnte natürlich nicht recht behalten, man hat eine Pressekonferenz einberufen und hat dann behauptet, diesen Schädel hat jemand vor 5000 Jahren in dieser Schicht vergraben. Genau in dieser Schicht. Das können Sie heute gar nicht mehr beweisen. 80 Jahre lang war unwidersprochen,
das, und Rieck schreibt, unzerstört, 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 original, original. Pressekonferenz, nachträglich bestattet, Graben reingemacht und hingelegt, wunderbar. Können Sie auch gar nicht mehr beweisen, weil der Rieck hat ja alles weggebuddelt und geschrieben, dass es unzerstört war. Geht gar nicht. Das heißt, unsere Eiszeitkunst ist genau nacheiszeitlich entstanden mit der Wärmeperiode. Und dass das so ist, was ich gesagt habe und auch schon vor 15 Jahren geschrieben habe, ist dann bewiesen worden. Vor einigen Jahren war in der Tagesschau ein Satz, mit dem Wort habe ich Schwierigkeiten, Altsteinzeitschädel gefälscht, falsch datiert. War ein Satz, Tagesschau und auch ZDF-Nachrichten, ein Satz. Dahinter steckt, dass diese Schädel, der von Neandertalern, hier sind die Beispiele, neu datiert worden sind in England und es quasi keiner mehr, älter als 5000 Jahren, alle Neandertaler-Schädel, die wir kennen, die Fachleute sind alle entsetzt, wird nicht an die große Glocke gehören, denn der Neandertaler von Hahnhöfer-Sand war angesetzt mit 36.300 Jahren, ist jetzt nur noch 7.500 Jahre alt. Die Frau von Bischof Speyer ist jetzt nicht 21.300 Jahre alt, sondern 3.300. Und ich komme vom Niederrhein in der Nähe ist direkt Westfalen. Der älteste Westfale, den wir genannt haben, von Paderborner Sande, wurde zum jüngsten, habe ich so spaßhaft geschrieben, anstatt 27.400 Jahre, ist er jetzt nur noch 250 Jahre alt. Gefälscht von einem Professor, der mit überall bei Staatsempfängen dabei war, in Frankfurt galt als der Fachmann überhaupt. Dann wurde der angeklagt wegen Fälschung, dann hat man auf Bewährung oder irgendwas freigelassen, und hat dann behauptet, ja, diese ganzen Datierungen sind nur Gedankenmodelle. Ja, sag ich, richtig, da habe ich auch vor 15 Jahren schon geschrieben, Gedankenmodelle, aber keine Beweise dafür, ja. Und rausgekommen ist es, weil er einen jungen Kollegen hatte. Wurde irgendwas datiert und dann hat er gesagt, das will ich datieren. Und als er wiederkam, hat der Professor gesagt, brauchst du nicht zu datieren, das habe ich schon alles gemacht, ist 30.000 Jahre alt oder so. Sagt der junge Kollege, das Problem war, dass ich das Messrohr versiegelt hatte. So ist es rausgekommen. Die Fachleute sind sprachlos. Wir haben keine Frühgeschichte mehr. Wir haben keinen im Grunde. Die älteste Frau, glaube ich, die da noch ist, ist aus der Klausenhöhle, die ist 18.000, das ist das älteste Fragment, 18.590 Jahre alt, aber dieses Teil ist noch nicht neu datiert worden, meines Wissens. Wenn wir das datieren, glauben Sie mir das, rutschen wir in die Tausende. Maximal in Jungsteinzeit, als es warm war, wärmer als heute. Das heißt, alles, was Sie an Evolutionsgeschichte glauben, vorgesetzt kriegen, ist nicht richtig. Und als letztes zeige ich Ihnen die Klimatabelle, die noch vor kurzem bei Klimafachleuten auch akzeptiert wurde, die jetzt überall aus dem Netz genommen wurde, ist, weil man ganz klar sieht, dass vor wenigen tausend Jahren hier zwei Warmzeiten waren mit 2,5 Grad höherer Temperatur als heutzutage. Und dann kam wirklich ein Klimasturz, der nennt sich postglazialer Klimasturz, der ist in der Literatur verankert, können Sie nachlesen, früher angesetzt auf 2.800 Jahre, teilweise jetzt angesetzt auf 2.500 Jahre. Vor 2.500 Jahren gab es einen drastischen Temperatursturz und seit der Zeit hat sich vieles geändert und dann sind viele Leute ausgestorben. Aber Sie sehen die Temperaturen, dazu passen unsere Vorfahren, dazu passen unsere Elfenbeindarstellungen in die Jungsteinzeit, als es wesentlich wärmer war wie heute, natürlich ohne Autos, ohne Kraftwerke von der Natur aus, wie es immer so ist, es gibt ein Auf und Ab, das wäre ein abendfüllendes Thema obendrein. Sie sehen also, dass die Evolution so makro-evolutionsmäßig nicht stattfinden kann. Es findet sicherlich auf der Mikroebene einiges statt, aber nicht so, dass aus einem Affen ein Menschen wird oder affenähnlichen Wesen oder sowas. Sowas geht nicht. Ne? Aus einem Hund wird kein Pferd oder ich weiß nicht was. Das geht alles ganz und gar nicht. So sehen, dass das, was ich heute vorgetragen habe, eigentlich nur zum Nachdenken anregen soll. Ich will gar nicht recht behalten in dem Sinne, sondern ich möchte nur, dass Sie alle, die das hören, über Selbstverständlichkeit, Selbstgewissheit nachdenken, dass das so nicht sein kann. Es geht nicht um 1000 Jahre oder so, es geht um Grundsätzliches. Und wenn ich recht habe, müsste man vieles umschreiben, vieles machen und tun. Das will natürlich keiner, das ist klar. Aber ich denke, im kleinen Rahmen, und es werden immer mehr Leute, sollte man über Selbstgewissheiten nachdenken. Und damit möchte ich Ihnen danken, dass Sie so interessiert zugehört haben und vielleicht sehen wir uns irgendwann mal bei einem Vortrag wieder. Danke.